Kapitel 7 – Kritische Lage. Die beiden Teampartner standen nun alleine am See, Mashadow einfach verschwunden. Nach einem kurzen Moment sprach Aurora. Die Aktion war wohl ein kompletter Reinfall. Lass uns zurückkehren. Epsilon will inzwischen ganz woanders sein. Vielleicht braucht jemand in Kiraton Hilfe. Es gab nichts, was Kell entgegnen konnte oder wollte. Also folgte er Aurora schlicht zurück in den Ort, welcher aus der Ferne nun so anders wirkte als noch vor 2 Tagen, als er in dieser Welt ankam. Damals erstreckte sich vor seinen Augen eine mächtige Stadt voller Leben, schier unzerstörbar im Willen. Doch nun blickte er in eine Stadt, in welcher zerstörte Gebäude zwischen den Häusern ins Auge fielen und Rauch aus den Straßen emporstieg. Während Kell auf die Stadt selber blickte, warf Aurora ihr Auge auf das Gebäude, in welchem direkt vor der Abreise der beiden noch ein Fels eingeschlagen war. Das Gebäude, welches etwas außerhalb der Stadt stand. Das Kraftwerk wurde getroffen, aber... Los, Kell, wir müssen zur Liga! Auf einmal sprintete Aurora los. Verwirrt blickte Kell ihr hinterher, folgte jedoch, da auch er wissen wollte, was ihre plötzliche Panik verursacht hatte. Als er am riesigen Turm ankam, waren hier unzählige Pokémon versammelt, ob es nun Kämpfer waren oder nicht. In der Masse entdeckte er seinen neuen Bekannten, Team Slash, nach einigem Suchen allerdings auch Aurora, zu welcher er sich sofort begab. Amagaga und Monagoras hatten sich vor dem Eingang zum Turm aufgestellt und schienen eine Ansage machen zu wollen. Kaum hatte Kell sich gesetzt, begann Monagoras zu sprechen. Bürger Kiratowns! Ihr habt die Zerstörung heute miterlebt. Innerhalb der Stadt, wie ich glücklicherweise mitteilen kann, war insgesamt der Schreck doch größer als der Schaden. Zwar wurden einige Häuser beschädigt, doch niemand wurde schwerer verletzt und es ist alles in einem reparierbaren Rahmen. Allerdings erreicht uns die Information, dass der Kühlungssektor des Kraftwerks kritisch getroffen wurde. Beunruhigtes Murmeln kam auf, während der Gründer weitersprach. Die Stromversorgung zum eigentlichen Kraftwerk ist gekappt. Deswegen werden wir fürs Erste ein Notprogramm einleiten müssen. Um die Kühlung des Kraftwerks zu garantieren, haben wir ein Notstromaggregat in der Kuppel des Turmes aufgestellt, welches mit dem Kraftwerk verbunden ist. Solange die Reparaturen laufen, wird dieses genutzt werden. Allerdings, ich spreche hier als Leiter der Kampfliga. Jeder einzelne Kämpfer ist dazu angehalten, seine Augen offen zu halten und den Generator zu bewachen. Wir können derzeit nicht sicher sein, ob Epsilon einen weiteren Anschlag plant. Und sollte der Generator zerstört werden, wisst ihr wohl alle, in welche Schwierigkeiten uns das bringt. Das Gemurmel wurde lauter, während Kell sich fragte, welche Schwierigkeiten denn genau gemeint wären. Allerdings wollte er die Ansprache nicht unterbrechen. Der Alltag soll weitergehen wie noch zuvor. Der Kampf gegen Epsilon wird intensiviert werden. Deswegen bitte ich euch alle, haltet die Augen offen. Epsilon hat viele Anhänger und wenn wir viel Pech haben, hören manche von ihnen gerade zu. Wir müssen wissen, wem wir vertrauen können bei der Bewachung des Generators und wem nicht. Es wird für die nächsten Tage ein von mir und Amagaga ausgewähltes Team über den Generator wachen. Anschließend werden wir hoffentlich bereits weitere Teams finden, denen wir genug Vertrauen schenken können. Und es wird ein täglicher Wechsel beginnen. Auch Informationen über Epsilon jeglicher Art sind jederzeit gerne gesehen. Heute hat er gezeigt, dass er bereit ist, Leben aufs Spiel zu setzen. Und genau deshalb werden wir kämpfen müssen. Die aggressive Sprechweise und diese klaren Ansagen machten so manches Pokémon nervös. Zum Beispiel Sorok, wie Kell feststellte. Die ersten Tage wird ein recht hochrangiges Team die Wache übernehmen, welches der Liga schon lange treue Dienste leistet. Team Slash tretet hervor. Kell musste sich ein Knurren unterdrücken, als er diesen Namen hörte. Zwar waren sie am Ende des Vortages sogar beinahe freundlich gewesen, doch immer noch traute Kell Seraora nicht wirklich.
dieser wirkte selber überrascht von Molagoras Aufruf und trat zögerlich hervor. Ihr seid hoffentlich einverstanden mit der Rolle, für die wir euch erwählt haben. Ansonsten habt ihr volles Recht abzulehnen, wobei wir ein anderes Team an eurer Stadt einsetzen würden, um zu wachen. Wir übernehmen das. All die Nervosität schien geschwunden, als diese Antwort wie aus der Pistole geschossen kam. Der Redner hatte offensichtlich bereits damit gerechnet. Gut, dann möge jeder seinem Tagwerk nachgehen. Sollte jemand eine Aufgabe suchen, so möge man beim Wegräumen der Trümmer helfen. Danke. Die Masse löste sich langsam auf und viele Pokémon gingen wieder. Diejenigen, die nun noch blieben, waren alles Mitglieder der Liga selber. Während Monagoras die Tür zum Turm aufschloss, rief Amagaga überraschenderweise nach Team Polana Vatra. Ja, was ist? Aurora war wieder als Erste bei Amagaga, als der Ausruf kam. Wir wollen trotz all dem Chaos nicht die kleineren Dinge aus den Augen verlieren. Ihr drei werdet um 10 Uhr morgen auf Etage 37 erwartet. Dann werdet ihr euren ersten Ligakampf haben. Eure Gegner sind ein Team namens Team Prena. Wenn ihr etwas über sie erfahren wollt, seid ihr dazu auf euch alleine gestellt. Vergesst den Termin ja nicht. Solltet ihr eine Viertelstunde nach dem Termin noch nicht dort sein, werden eure Gegner automatisch siegen. Eigentlich haben wir einige Schiedsrichter, aber da es mich ziemlich interessiert, werde ich selber euer Duell betrachten und regeln. Also, viel Glück bei der Vorbereitung. Schnell war es für das Team entschieden. Sie würden sich sofort wieder ans Training machen. Doch auf dem Weg zum Kampfring wollte Kell noch erfahren, was genau nun das große Problem war an dem Stromausfall des Kraftwerks. Habt ihr in eurer Welt keine Kraftwerke gehabt? Wie hattet ihr dann Energie? Doch, wir hatten Kraftwerke, nun... Ich war nie in einem. Es gab für mich andere Prioritäten im Leben als Kraftwerke. Ich weiß im Prinzip nur, dass sie Energie bringen. Aurora wirkte etwas verwirrt von Kells Unwissen, entschied sich jedoch, ihn aufzuklären. Naja, also, wenn man es grob zusammenfassen will. Den Strom brauchen wir für die Kühlung im Kraftwerk. Wenn sie ausfällt, überhitzt der Reaktor und... explodiert. Ich denke, du verstehst das Problem. Diese Erklärung war selbst für jemand Unerfahrenen wie Kell mehr als nur genug, um den Ernst der Lage deutlich zu machen. Ja, das verstehe ich. Also müssen wir alles dafür geben, damit der Reaktor intakt bleibt, bis das Kraftwerk wieder aufgebaut ist. Hast du irgendeine Ahnung, wie lange das dauern wird? Kurz überlegte Aurora. Genau weiß ich es natürlich nicht, gerade jetzt, da einiges wieder aufgebaut werden muss. Aber mindestens 1 bis 2 Monate wird es auf jeden Fall dauern, eher länger. Der Gedanke, dass Epsilon so lange einfach die Gelegenheit hätte, die gesamte Stadt zu zerstören, einfach durch einen einzigen Gegenstand, gefiel Kell wahrlich nicht. Aber er wusste, er könnte nichts tun, außer diesen Fakt zu akzeptieren und sein Bestes zu geben. Einige Zeit verging, keine großen Ereignisse traten ein. Epsilon ließ sich nicht erneut blicken und auch hatten unsere Helden keine Konfrontation mehr mit Team Slash, da diese jeden Tag mit dem Reaktor beschäftigt waren. Team Polana Vatra nutzte die Zeit, welche sie hatten, um ihre Kampfkünste zu trainieren. Nachdem Kell endlich einen Feuerangriff, Feuerwirbel, wie er dank Aurora herausfand, gelernt hatte, fiel es ihm deutlich leichter, sich mit Kämpfen anzufreunden. Nun, wo er nicht mehr wehrlos war, fand er durchaus seinen Spaß daran. Die meiste Zeit trainierten er und Aurora im 1 gegen 1, wobei die beiden überraschend ausgeglichen waren. Es gab kein Teammitglied, welches deutlich mehr Kämpfe gewann. Zwar hatte Kell einen Vorteil aufgrund seines Typen, doch Aurora zeigte oft und gerne ihren neuesten Trick auf. Welcher einer der Gründe war, weshalb Eis einer der stärksten Typen im Ringkampf war. Ein rutschiger Boden war in einem Sport wie diesem ein großes Hindernis. Beide Pokémon lernten dazu und wurden stärker, auch wenn sie selber wussten, es war noch viel Luft nach oben. Gegen ein Team wie das von Seraora hätten sie immer noch nicht den Hauch einer Chance. Doch so viel war auch erst einmal nicht vonnöten. Was im Moment wichtig war, waren sie stark genug, um Team Prena zu schlagen. Als sie am angekündigten Tag die Etage 37 betraten, waren sowohl Amagaga als auch ihre Gegner bereits anwesend. Ein Kleinstein und ein Gekkabor,
offensichtlich selber ein recht neues Team. Beide Teams sind nun anwesend. Sehr gut, dann lasst uns anfangen. Team Polana Vatra, ich bin sehr gespannt, was ihr zu bieten habt. Also los, besprecht euch und los geht's. Keines der Teams hatte bereits im Voraus eine Strategie gehabt, vor allem da sie ihre Gegner nicht kannten. Doch bereits der erste Anblick zeigte deutliche Tendenzen, da Gekkabor im Nachteil gegen beide seiner Gegner war, Kleinstein jedoch im Vorteil gegen beide. Wer auch immer von uns gegen Gekkabor kämpft, muss auf jeden Fall gewinnen. Was denkst du denn, wer von ihnen zuerst kämpfen wird und wer eher Kleinstein schlagen kann? Kell fühlte sich etwas überfordert. Es ist nicht irgendwie eh nur Glück, wir können starten wie wir wollen, die Wahrscheinlichkeit liegt eh bei 50%. Zu seiner Überraschung schien Aurora tatsächlich mit einer zufälligen Handlung einverstanden. Gut also, ich fange einfach an, okay? Haben beide Teams die Reihenfolge bestimmt? Alle anwesenden Pokémon nickten. Gut, dann, die ersten beiden Pokémon mögen bitte in den Ring treten. Gegenüber Aurora trat unsicher Gekkabor ins Feld, wobei Kell schon innerlich fluchte. Warum musste immer er den stärkeren Gegner bekämpfen? Erst Seraora, nun Kleinstein. Und er bezweifelte, dass er noch einmal Glück haben würde, wie bei seinem ersten Kampf. Zunächst blieb ihm aber nichts, außer den ersten Kampf zu betrachten, in dem Aurora ihre Zuversicht offen zeigte, aber auch ihren Kampfstil. Kaum hatte sie den Grund gefrieren lassen, schien Gekkabor kaum noch Kontrolle zu haben. Nach einigen gut gesetzten Hieben in den Risikobereich traf Auroras Eisstrahl, welchen sie im Verlaufe der letzten Tage erlernt hatte, sein Ziel und bescherte ihr den Sieg. Darüber freute sich das Fukano in mehrerlei Hinsicht, da nun eine Niederlage seinerseits nicht entscheidend wäre. Als er nun Kleinstein gegenübertrat, schienen die Karten andersherum zu stehen. Sein Gegner wirkte selbstsicher und entschlossen zu siegen. Mit Recht. Sofort legte er den Boden mit spitzen Steinen aus, welche jeden Schritt, den Kell tat, störten. Der Feuerwirbel schien den schweren Felsen nicht bewegen zu können, während dieser eigentlich nur Steine schmiss, jedoch mit sehr viel Erfolg. Bald fand Kell sich im Risikobereich wieder, aber aufgeben wollte er noch nicht. Ein letztes Ass hatte er im Ärmel, welches er mit Aurora zuvor geprobt hatte. Allerdings müsste der Gegner dafür zunächst in seine Nähe kommen. Wenn Kell Kleinstein irgendwie davon abhalten könnte, Steine zu werfen. Was er allerdings nicht konnte. Die Runde endete und nun stand es 1:1. Die letzte Runde begann. Wir müssen irgendwie Kleinstein aus dem Ring bekommen. Wenn wir es schaffen, können wir das Ding gewinnen, aber... Mein Eisboden ist wertlos, wenn du darunter leidest und er schwebt. Hast du irgendeine Idee? Es war recht offensichtlich, dass Aurora keine Antwort erwartete. Umso überraschter war sie, als sie eine erhielt. Theoretisch, wenn du einen Eisstrahl auf ihn abschießt und ich im Flug den mit Feuerwirbel auftaue, ist das dann eine Aquaknarre? Funktioniert das so? Wenn ja, dann könnte das unser Weg zum Sieg sein. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Runde 3 begann und auch die Gegner des Team Polana Vatra schienen eine Taktik zu haben. Kleinstein, sicher, dass er fast unverletzlich wäre, deckte Gekkabor, welcher den Boden mit Samenbomben auslegte. Die Strategie könnte funktionieren, doch spielte in diesem Fall genau in die Karten von Aurora und Kell. Sofort zu Beginn schoss Aurora einen Eisstrahl auf Gekkabor, jedoch stellte sich Kleinstein in den Weg. Kell war allerdings bereit dafür und schoss einen Feuerwirbel und versuchte das Eis zu schmelzen, kurz bevor er sein Ziel traf. Und tatsächlich schien der Plan aufzugehen. Ein überraschter Kleinstein wurde von einem Wasserstrahl in den Risikobereich geschoben. So verteilten Kell und Aurora sich auf, Kell zu Gekkabor, Aurora zu Kleinstein. Während Kleinstein sich noch erholte, wurde er bereits von einem Eisstrahl getroffen. Dieser richtete jedoch beinahe nichts aus. Etwa einen Meter bewegte sich Kleinstein, was jedoch reichte, so nahe wie er am Rand stand. Nun war es ein 2 gegen 1, Feuer und Eis gegen Pflanze. Der Sieg war nur noch eine Frage von Sekunden.